Weiter geht es im rhythmischen Paradies und heute werden wir den Tirelir-Turm besuchen. Ich habe mich ein bisschen andersrum entschieden. Ich wollte eigentlich erst alte Minispiele zeigen und dann neue. Aber ich habe gedacht, ja komm, wir zeigen erstmal die neuen Sachen. Also betreten wir den Tirelir-Turm. Und Tweedrude ist wieder da. Ich habe sie gar nicht vermisst. Diese wunderbare Person. Tralala, tralala, la 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 tra. Willkommen im Tirelir-Turm. Vor langer Zeit lebte mein Volk hier voller Harmonie. Wir teilten uns diesen Turm mit kleinen süßen Vögeln. Aber die Vöglein mögen diesen Turm nicht mehr. Eins nach dem anderen sind sie alle fortgeflogen. Was erlauben sich diese gefiederten Kakerlaken? Deshalb habe ich eine Bitte an euch. Fällt diesem Turm zu seiner alten Schönheit. Dann kommen auch sicher die Vögel zu uns zurück. Oh, und nebenbei erwähnt. Das ist für euch der einzige Weg zurück zur Himmelswelt! Ja, jawohl, Gnellfrau! Verstanden, Gnellfrau! Ah, ich dachte, sie hat sich geändert, aber nein, anscheinend nicht. Okay, jetzt steht das Stepptrans-Trio auf dem Plan. Du bist das Mädchen auf dem Podest und willst mit den beiden Äffchen steppen? Was auch sonst? Ja, was will man sonst im Leben haben, ne? Lebensziel erreicht! Stepptanz-Trio, jetzt geht's um die Wurst. Warum auch immer ich das jetzt gesagt habe, aber es geht um die Wurst. Lust auf Steppen? Ja, voll! Mach uns nur alles nach, ja? Sehr gut, und nun die nächste Übung. Der Doppelstep. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt ist Springen, Landen, Steppen angesagt. So, einen haben wir aber noch. Oh, ich dachte, wir sind jetzt fertig, aber der Dreifach-Step. Okay, den habe ich voll vergessen. Ich müsste es eigentlich besser wissen, weil das ist ein Klassiker aus dem Game Boy Advance Rhythm Paradise. Sehr schön. Jetzt geht's los. Ja, will ich auch mal offen. Genug trainiert hier heute. Los geht's. Steppen ist klasse. Was willst denn du hier? Egal. Klasse, oder? Ja, es war gar nicht so leicht, während du die ganze Zeit tief in meine Seele gestarrt hast. Aber egal. Du hast einen tollen Rhythmus und der Doppelstep sitzt bei dir ganz gut. Okay, 91 Punkte. Ich habe gemerkt, dass ich hier und da mal leicht, ja, ein bisschen zu weit daneben lag. Jetzt nichts Drastisches, aber hätte besser laufen können.
Zusammensteppen macht richtig Laune. Vor allem, wenn man eine Psycho-Giraffe dabei hat. Wieso Pseudo? Psycho. Eine Psycho-Giraffe dabei hat, die einem auf Schritt und Tritt verfolgt und alles beobachtet, was du machst. Oh nein! Frog'n'Roll! Oh nein, ich habe dieses Spiel überhaupt nicht vermisst. Flotte Schenkel, leise Hüften, fünf Frösche und eine feurige Show. Hast du Talent als Tänzer? Oh nein, nicht dieses Spiel, das ist aus dem DS-Teil. Und was es aus dem DS-Teil ist, ist generell nicht so toll. Meistens. Ah, ja, das ist eines dieser Spiele, wo man die ganze Zeit A drücken muss. Aber gucken wir mal, wie es wird. Zeit für eine Runde Probe tanzen. Los, alle zusammen, schwingt die Hüften. Glaub mir, das geht irgendwann ganz schön auf die Finger. Genau so. Ja, so schwingt man das. Gut, machen wir weiter. Sage ich, hey, 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 tanz dir nach. Achtung. Perfekt. Nun der nächste Trick. Wenn ich Yahoo rufe, tanzt ihr mir nach. Yahoo! Meine Güte. Sind wir jetzt fertig? Nein, da kommt noch ein Schritt. Ich weiß es genau. Diesmal weiß ich es. Yahoo, super. Das Schönste kommt immer zum Schluss. Achtung. Wenn ich rundherum sage, kreiselt ihr einmal herum. Au, 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 bitte aufhören. Ich bin voll raus. Meine Güte, da bin ich voll aus dem Rhythmus rausgekommen. Kann aber auch mal passieren, wenn der Song so ätzend ist. Ihr habt die Tricks wirklich drauf. Ja, habe ich. Man hat's gesehen. Zeit für den großen Auftritt. Und uns erwartet wieder ein deutsches Lied. Hoffe ich zumindest. Liebe, Schweiß und Rock'n'Roll. Das klingt unangenehm. Ja, bedanke dich bei meinem Daumen. Der fühlt sich jetzt ganz taub an. Mann,
Hermann hat aber diesen Stern bekommen. Klasse Vorstellung, Jungs. Und euer Hey-Hey-Hey war spitze. Superb! Mit Medaille. Alles andere wäre auch schlimm gewesen. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ah, mein Daumen. Ich weiß nicht, ob ich die nächsten Spiele noch aushalten werde. Meine Güte. Naja, wenn sie ein bisschen ruhiger werden, dann wird das kein Problem. Ich finde dich total toll. Ich finde dich scheiße. Geh weg. Oh yeah, jetzt wird's richtig lustig. Jetzt kommt eines der besten Spiele aus dem Retail, die Pressekonferenz. Nach dem Kampf wartet schon die Presse. Du bist erschöpft, aber deine Fans wollen ein Statement. Oh, dafür muss ich unbedingt die Sprachausgabe auf Japanisch umstellen. Anders geht's nicht. So, zurück in den Tirelierturm und wir spielen eines der unterhaltsamsten Spiele aus dem Retail von Lost in Paradise. Die Pressekonferenz, wie ich schon sagte. Einen wunderschönen Tag, Herr Ringer. Ebenfalls einen guten Tag. Ich erkläre Ihnen Ihre Rolle auf der Pressekonferenz. Frage ich Sie etwas, antworten Sie mit A. Oh, so süß! Also mit süß meinte ich das Mädel, nicht den muskelbepackten Typ da. Was denkt ihr über mich? Meine Güte. Vielen Dank! Alle Fragen werden damit geklärt. Zum nächsten Thema. Auf meinen Zuruf zeigen Sie Ihre Muskeln, ja? Achten Sie auf das richtige Tempo. Zweimal A drücken. Unglaublich! Eine Bitte hätte ich noch. Wenn die Fotografen ein Bild wollen, posieren sie. Drücken sie B, um die Muskeln anzuspannen. Das ist aber kein Problem für uns, den muskelbepackten Typ. Wunderbar, vielen Dank. Oh, ich erinnere mich gerade an so wunderbare Zeiten zurück, da es gab auch eine Multiplayer-Version von diesem Spiel in dem Wii-Teil und mein Kollege Lloyd und ich, wir haben da immer total Faxen gemacht und es war so unterhaltsam. Das müsste Mama als Video umsetzen, aber naja, wird wahrscheinlich eher nicht kommen, aber machen wir erstmal weiter. Zeigen Sie an, wer der wahre Ringer-Champ ist. Live aus der Rhythmus-Arena. Das war aber ein lustiger Fehler, fand ich zumindest.
Der Ringer strotzt vor Selbstvertrauen und Lob macht den Ringer glücklich. Macht zusammen 89 Punkte. Leider nur 4 Münzen diesmal, aber wir haben ja schon über 160. Da können wir uns ja mal echt was leisten von. Er ist stark, der Ringer. Er nennt sich nur der Ringer. Was für ein kreativer Name. Aktuell läuft eine Perfektaktion bei der Meisterbahn. Der erste Kontakt. Ja, da kümmern wir uns ein andermal drum. Jetzt machen wir Tangomat 2050. Okay. Ich kannte den natürlich schon, aber ich wusste nicht, wie der wirklich heißt. Der Tangomat 2050. Bis dahin ist noch eine Menge Zeit, Leute. Also haut rein. Diesen Tanzwettbewerb gewinne ich mit dem perfekten Partner. Er tanzt mit maschineller Präzision. Wollen wir doch mal hoffen, dass das glatt läuft. Tangomat, du bist der perfekte Tanzpartner. Heute programmiere ich dir ein paar neue Schritte ein. Zuerst ein zweistrittiger Kopfdreher. Drücke A, um den Kopf zu drehen und stoppe ihn mit A. Achte auf die Musik und drehe den Kopf im Rhythmus. 1, 2, 3, 4. Es ist ja okay, dass der Roboter seinen Kopf dreht, aber das Mädel, das ist schon leicht creepy. Aber naja, sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Für ein Maschinenwesen bist du ein echtes Naturtalent. Als nächstes probieren wir mal ein paar Drehungen aus. Drücke dreimal A, um die Richtung zu wechseln. Klar, dass auch das genau im Takt geschehen muss. 1, 2, 3, 4. Du hast es auch gefühlt, oder? Tief in den Platinen? Unsere letzte Lektion für heute ist die coole Pose. Halt B gerückt, um mich herumzuwirbeln. Loslassen heißt dann posieren. Hör wieder auf die Musik und achte auf den Rhythmus. 400-Kilo-Roboter tanzt du wirklich sehr grazil. Genauso machen wir es bei der Robotango-Meisterschaft. Ah, es geht also um eine Meisterschaft. Es geht um alles, hä? Bestimmt auch um ein schönes Preisgeld. Aber naja, legen wir los mit unserem grazilen Tanz. Okay, ich habe nicht gewusst, dass die beiden sich teleportieren können. Jeder hat so seine eigenen Talente, ne? Deine Haltung war makellos und perfekte Richtungswechsel. 92 Punkte.
plus 7 Münzen. Oh, nicht schlecht. Vielleicht sollten wir echt mal langsam wieder die Ziege füttern. Was für ein wundervoller Partner. Okay, jetzt also Zeit für den Remix und ich merke mal gerade, wir nehmen schon 20 Minuten auf. Ich wollte heute eigentlich mehr als nur einen Turm geschafft haben, aber irgendwie hat sich das hier ziemlich hingezogen. Aber gut, für den Remix haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Ein wilder Remix aus den vorherigen Spielen. Wusstest du, dass Vögel von Natur aus musikalisch sind? Ich habe es mir gedacht. Das war, um ehrlich zu sein, gar nicht so schwer. Sogar die Froschpassagen, ich bin Amerikaner geworden, haben mich nicht so genervt, weil hier wesentlich bessere Pausen zwischen waren. 91 Punkte, superb. 7 Münzen gibt es auch dazu. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht noch mit einem neuen Turm anfangen, ich werde mal kurz im Café vorbeigucken. Schau nur, so viele! Was sind das? Das sind keine Vögel! Aber egal, macht nix. Wird schon seine Richtigkeit haben, dass da Aliens aus den Eiern geschlüpft sind. Der Trillierturm strahlt nun in altem Glanz! Hurra, bald kommen sicher auch die Vögelein wieder. Ihr habt euch ehrlich eine Belohnung verdient. Also werde ich die geheime Kraft des Turms erwecken. Das ist aber sehr lieb von dir. Na gut, als nächstes bleiben nur noch 2 Türme. Oder Moment, ne, 3 Türme, wir haben den Maschinenturm vergessen. Der Maschinenturm kommt ja auch noch dran. Wie konnte ich den nur vergessen? Na gut, ernten wir noch ein paar Rüben und würde mal sagen, zum Spaß füttern wir die Ziege noch ein bisschen. Vorher haben wir mal so 6 Rüben ab und dann belassen wir es mal für heute dabei. Gucken wir mal, wie ich mich so schlagen werde. Ja, das hätte fast hingehauen, aber nur fast. Vielleicht wird es da jetzt besser laufen. Ach, was ist denn da los? Jetzt aber, komm. Treffer. Das war ein bisschen zu weit. Ein bisschen arg zu weit. Okay, es hilft schon mal ganz gut, wenn man oben in die Mitte reinkommt. Was mir jetzt nicht mehr gelingen will. Okay, ich habe jetzt doch schon mehr Rüben abgefeuert, als ich eigentlich abfeuern wollte, aber wir haben sowieso nicht so viele, also feuern wir ruhig mal das weg, was wir noch haben. Und wir erhalten ein Level Up, aber leider müssen wir erstmal Level 10 erreichen, damit wir überhaupt irgendwas bekommen. Und das hier sieht ziemlich einfach aus. Ich glaube, wenn man einfach nur oben links rechts reinkommt, dann hat man schon abgeräumt. Ja, das sieht ziemlich einfach aus, aber später wird es... Also der Pachinko-Automat hier wird später noch richtig tricky. Da kommen noch einige Sachen auf einen zu. Ich habe schon über Level 100,
auf meiner japanischen Version erreicht. Von daher weiß ich, dass da noch viel passieren wird. Na gut, Ziege ist glücklich, ich bin auch glücklich. Ich stelle mal die Audio wieder auf Deutsch um. Und dann würde ich sagen, nächstes Mal gehen wir dann in den Maschinenturm. Auf jeden Fall. Bis dann, Leute. Tschüss. Und hinterlasst doch mal einen Kommentar, ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dann. Thank you.